kommen wir nun zu Lektion 4. Je vais vérifier ces documents. Je vais vérifier ces documents. Je vais vérifier ces documents. Ich werde diese Dokumente verifizieren, oder was? Vérifier. Überprüfen. Ah ja, okay, das passt zusammen. Je vais vérifier ces documents. Ich werde diese Dokumente überprüfen. Überprüfen. So. Je vais vérifier ces documents. Ich werde diese Dokumente überprüfen. Alles klar. Je ne peux pas décrire cette lampe. Je ne peux pas décrire cette lampe. Décrire war, glaube ich, die beschreiben, ne? Décrire. Describe. Je ne peux pas décrire cette lampe. Ich kann diese Lampe nicht beschreiben, okay? Ich kann diese Lampe nicht beschreiben. Elle va protéger son bébé. Elle va protéger son bébé. Sie wird ihr Baby beschützen. Protéger. Beschützen. Sie wird ihr Baby beschützen. Sie wird ihr Baby beschützen. 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 Tu vas fermer la porte. Tu vas fermer la porte. Du wirst die Tür schließen. Schließen. Du wirst die Tür schließen. J'ai une petite valise à remplir. J'ai une petite valise à remplir. Füllen. Ich habe eine kleine Valise. Ah, Koffer. Ich habe einen kleinen Koffer zu füllen, okay? Ich habe einen kleinen Koffer zu füllen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das ist, wo der Satz hinaus will, aber anscheinend stimmt's. Elle va protéger son bébé. Elle va protéger son bébé. Elle va protéger son bébé. So. Sie wird ihr Baby beschützen. Sie wird ihr Baby beschützen. Das ist schwierig zu beschreiben. C'est difficile à décrire, nehme ich an. Je vais vérifier cela. Je vais vérifier cela. Ich werde das überprüfen. Überprüfen. So. Il doit protéger sa copine. Il doit protéger sa copine. Er muss seine Freundin beschützen. Elles vont fermer la fenêtre. Elles vont fermer la fenêtre. Sie werden das Fenster schließen. Schließen. So. Du wirst die Tür schließen. Tu vas fermer la porte. C'est difficile à décrire. C'est difficile à décrire. C'est difficile à... Difficile à décrire. Décrire. Das ist schwer zu beschreiben. Das ist schwierig zu beschreiben. Sie wird ihren Hut mit Äpfeln füllen. Elle va, ich nehme an, remplir son chapeau de pomme. Okay. Chapeau de pomme klingt wie Apfelhut. Naja, gut. Ich werde das überprüfen. Je vais vérifier ça. Vérifier ça. Moment, da muss ich hier hinklicken. Vérifier ça.
Je vais, ich werde das überprüfen. Je vais vérifier ça. Je vais vérifier. Ah, cela ist genauso richtig anscheinend, okay. Je ne peux pas décrire cette lampe. Je ne peux pas décrire cette lampe. Ich kann diese Lampe nicht beschreiben. Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben. Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben. Je ne peux pas décrire mes émotions, würde ich mal sagen, oder? Okay. Oh, ja, okay. Da habe ich einen Akzent vergessen. Je ne peux pas décrire mes émotions. Je ne peux pas décrire mes sentiments. Ah, c'est genau richtig. Okay. Ils vont fermer la fenêtre. Ils vont fermer la fenêtre. Ils vont fermer la fenêtre. Sie werden das Fenster schließen. Schließen. Sie werden das Fenster schließen. Je vais vérifier cela. Je vais vérifier cela. Je vais vérifier cela. Ich werde das überprüfen. Sie wird ihren Ehemann beschützen. Elle va protéger son Ehemann, Marie. Elle va protéger son mari. Genau. Elle va protéger son mari. Elle va protéger son mari. Elle va protéger son mari. Das habe ich gerade gesagt. Sie wird ihren Ehemann beschützen. Lektion abgeschlossen. Lektion Nummer 5. Il veut citer un document. Il veut citer un document. Il veut citer un document. Citer. Zitieren. Okay, das kann man sich, glaube ich, merken. Il veut citer un document. Er will ein Dokument zitieren. Je dois te prévenir. Je dois te prévenir. Je dois te prévenir. Ich muss prévenir. Dich vorwarnen. Okay. Prévenir. Prevent ist das wohl eher dann. Prévenir. Okay. Ich muss dich vorwarnen. Ich muss dich vorwarnen. Tes parents vont te manquer. Tes parents vont te manquer. Tes parents vont te manquer. Deine Eltern werden dich manquer. Fehlen. Werden dir fehlen wahrscheinlich. Deine Eltern werden dir fehlen, werden dich verpassen. Deine Eltern werden dir fehlen. Ça ne sert à rien de discuter avec elle. Ça ne sert à rien de discuter avec elle. Das ne sert. Sert. Es ne sert à rien, hat keinen Zweck. Wörtlich übersetzt würde es dann wahrscheinlich heißen, das nicht dient nichts, oder das dient nichts allgemein, ja? Das dient nichts, also hat keinen Zweck. Das dient nichts, das hat keinen Zweck, zu diskutieren mit ihr. Ah, okay, ja, ich habe den Satz gar nicht richtig zu Ende gelesen. Das hat keinen Zweck, mit ihr zu Ende zu diskutieren. Es hat keinen Zweck. Es hat keinen Zweck, mit zu Ende zu diskutieren, mit ihr zu diskutieren, allgemein. Ja, ja. Wie komme ich auf zu Ende? Es hat keinen Zweck, mit ihr zu diskutieren. So. Diskutieren. Es bringt nichts, mit ihr zu diskutieren. Okay. Cette expérience va me transformer. Cette expérience va me transformer.
Cette expérience va me transformer. Cette expérience va me transformer. Okay. Jetzt ruhig zu Ende sagen können. Verwandeln. Verändern wahrscheinlich auch, ne? Transformer. Verändern, umarbeiten. Diese Erfahrung wird mich verändern. Diese Erfahrung wird mich verändern. Verändern. Je dois te prévenir. Je dois te prévenir. Prévenir. Je dois te prévenir. Ich muss dich vorwarnen. Deine Eltern werden dir fehlen. Tes parents vont te manquer. Da haben wir es doch. Tes parents vont te manquer. Elle veut citer un magazine. Elle veut citer un magazine. Sie will ein Magazin zitieren. Sie will ein Magazin oder eine Zeitschrift zitieren. Magazin zitieren. Sie will eine Zeitschrift zitieren. Cette expérience va me transformer. Cette expérience, cette expérience va me transformer. Transformer. Diese Erfahrung wird mich verändern. Ah, ich habe mich vertippt. Mist. Er will ein Dokument zitieren. Citer un document. Document. Il veut citer un document. Il veut citer un document. Es bringt nichts, mit ihr zu diskutieren. Ça ne sert à rien de discuter avec elle. Da haben wir es doch. Ça ne sert à rien de discuter avec elle. Bon, je vais prévenir ton père. Nochmal bitte. Bon, je vais prévenir ton père. Je vais prévenir ton père. So richtig, Moment. Bon, je vais prévenir ton père. Okay. Gut, ich werde deinen Vater vorwarnen. Es bringt nichts, mit ihr zu diskutieren. Cela ne sert rien de discuter avec lui. Okay, mit ihm zu diskutieren. Okay, da ist jetzt Louis für ihn. Und bei ihr war es L. Habe ich das richtig verstanden? Okay. Gut. Bon, je vais prévenir ton père. Bon, je vais prévenir ton père. Gut. Ich werde deinen Vater vorwarnen. Vorwarnen, so. Tu peux te relever. Tu peux te relever. Relever. Tu peux te relever. Wieder relever. Aufstehen, wieder aufzustehen, wieder aufstehen. Du kannst wieder aufstehen. Du kannst dich wieder, ja, du kannst wieder aufstehen. Du kannst dich wieder erheben, sozusagen. Relever. Dich rückerheben, sozusagen. Du kannst wieder aufstehen. Aufstehen. Bon, vous pouvez vous relever. Bon, vous pouvez. Bon, vous pouvez vous relever. Vous pouvez vous relever. Gut, ihr könnt wieder aufstehen. Ja, ihr könnt wieder aufstehen. Vous, ich habe wo verstanden. Aber das ergibt natürlich Sinn. Alles wo war Blödsinn. Diese Erfahrung wird mich verändern. Cette expérience, expérience va me transformer. Transformer. So. Cette expérience va me transformer. Vos parents vont vous manquer. Vos parents vont vous manquer. Eure Eltern werden euch vermissen. Eure Eltern werden euch vermissen. Werden euch vermissen.
Ah, ja, umgekehrt, umgekehrt, natürlich. Umgekehrt. Ah, ja. Tu peux te Sie werden relever. fehlen, fehlen, vermissen Sie ja genau das Umgekehrte. Genau. Nochmal bitte. Tu peux te relever. Tu peux te relever. Tu peux te relever. Du kannst wieder aufstehen. Bon, vous pouvez vous relever. Bon, vous pouvez vous relever. Gut. Ihr könnt euch wieder erheben. Ihr könnt wieder aufstehen. Okay. Cette expérience va me transformer. Cette expérience va me transformer. Former. So. Cette expérience va me transformer. Okay. Diese Erfahrung wird mich verändern. Bon, vous pouvez vous relever. Bon. Vous pouvez vous relever. Gut, ihr könnt wieder aufstehen. Gut, ihr könnt wieder aufstehen. Vos parents vont vous manquer. Vos parents vont vous manquer. Eure Eltern werden euch fehlen. So, eure Eltern werden euch fehlen. Ihre Eltern werden ihren fe werden ihren bläh, ihre Eltern werden, hoppala, ihre Eltern werden ihnen fehlen. Kommen wir nun zu Lektion 6 von Verben Infinitiv 3. Ils vont soutenir Pedro. Ils vont soutenir Pedro. Ils vont soutenir, unterstützen, Soutenir. beistehen, stützen. Ils vont soutenir Pedro. Sie werden Pedro unterstützen. Sie werden Pedro unterstützen. Unterstützen, nicht mit SCH, sondern mit ST. So. Vous allez casser la fenêtre. Casser, 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 casser. Casser. Zerschmettern, zerbrechen. Sie werden das Fenster zerschmettern. Nee, oder Vous doch. allez casser la fenêtre. Ich mach's mal mit ihr. Ihr werdet das Fenster. Ihr werdet das Fenster zerschmettern. Zerschmettern. Tu vas contrôler cette voiture. Tu vas contrôler cette voiture. Tu vas contrôler cette voiture. Du wirst das dieses Auto kontrollieren? Contrôler. Okay. Ach, beherrschen im Sinne von beherrschen, alles klar. Du wirst dieses Auto beherrschen. Okay, du wirst dieses Auto kontrollieren. Ils doivent abandonner la ville. Ils doivent abandonner la ville. Ich würde sagen, verlassen, abandon. Abandonner. Aufgeben, verlassen, genau. Aufgeben. Ils doivent abandonner la ville. Sie müssen die Stadt aufgeben. Sie müssen die Stadt aufgeben. Je pense qu'il va réussir. Je pense qu'il va réussir. Ich glaube, er wird bestehen, réussir, war doch bestehen, oder? Erfolg haben, Réussir. erfolgreich sein, schaffen, genau. Ich glaube, er wird Erfolg haben. Ich glaube, dass er Erfolg haben wird. Ich glaube, oder ich denke, je pense eher, ich denke, dass er Erfolg haben wird. Glauben wir eher, je crois, dass er Erfolg haben wird. Pense qu'il va réussir. Ich denke, dass er Erfolg haben wird. Es ist manchmal schwer, unsere Gefühle zu kontrollieren. C'est parfois difficile de contrôler nos sentiments. Okay, ich glaube, das ist es. Da unten. Ja, das sieht so aus, als wäre es das Einzige. Elles vont soutenir Monica. Elles vont soutenir Monica.
Elles vont soutenir. Unterstützen. Sie werden Monika unterstützen. Sie werden Monika unterstützen. Unterstützen. So. Elles vont soutenir Pedro. Elles vont soutenir Pedro. Elles vont soutenir Pedro. Sie werden Pedro unterstützen. Sie werden Pedro unterstützen. Ils vont soutenir Monika. Ils vont soutenir Monika. Sie werden Monika unterstützen. Es ist ein bisschen nervig, wenn da immer die gleichen Sätze kommen, aber okay. Dann lerne ich die Wörter wenigstens, die drin vorkommen. Es ist der, er ist derjenige, der die meisten Chancen hat, erfolgreich zu sein. Il est celui qui a le plus de chances de réussir. Il est celui qui a le plus de chances de réussir. Was ist da unten? Er ist jemand, der die meisten... Nee. Er ist derjenige. Il est celui. Okay. Das ist das Einzige. Vous allez casser la fenêtre. Vous avez cassé cassé, vous avez. Vous allez casser la fenêtre. Oh, yeah, ok. Vous allez casser la fenêtre. Vous allez casser la fenêtre. La fenêtre, ok. Fenêtre. Vous allez casser la fenêtre. Ihr werdet das Fenster zerschmettern. Okay. Sie lehnt es ab, ihre Karriere für die Ehe aufzugeben. Elle refuse d'abandonner sa carrière pour le mariage. Da haben wir es doch. Elle refuse d'abandonner sa carrière pour le mariage. Okay. Je vais contrôler ce cheval. Je vais contrôler ce cheval. Je vais contrôler ce cheval. Ich werde dieses Pferd beherrschen. Ich werde dieses Pferd beherrschen. Beherrschen. So. Ich werde dieses Pferd kontrollieren. Ich will nicht aufgeben. Je ne veux pas abandonner. Genau. Elle va casser l'assiette. Elle va casser l'assiette. Elle va casser l'assiette. Assiette. Teller. Sie wird Teller. Sie wird zerstören die Teller. Sie wird die Teller zerstören. Sie. Voilà. Elle va casser l'assiette. Den Teller oder den Teller. Sie wird den Teller zerstören. Sie wird den Teller zerstören. Zerschmettern. 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 Sie wird den Teller zerbrechen. Okay. Je vais contrôler ce cheval. Je vais contrôler ce cheval. Je vais contrôler. Contrôler ce cheval. Ich werde dieses Pferd kontrollieren. Je pense qu'il va réussir. Je pense qu'il va réussir. Je pense qu'il va réussir. 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 Ich glaube, dass er Erfolg haben wird. Genau. Ich denke, je dass ne er veux Erfolg pas wird. Abandonner. Nochmal, ich habe nicht zugehört. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Ich höre es mir nochmal an. Je ne veux pas abandonner. Okay. Ich will nicht aufgeben. Ich will nicht aufgeben. Il va casser le verre. Il va casser le verre. Er wird das Glas zerbrechen. Was werden sie denn noch alles zerbrechen? Er wird das Glas. Glas. Zerbrechen. Son fils est certain de réussir. Son fils est certain. Son fils est certain de réussir. Was? Réussir? Ich höre es mir nochmal an.
Son fils est certain de réussir. Okay, sein Sohn ist sicher zu bestehen, ist sicher Erfolg zu haben. Sein Sohn ist sicher Erfolg zu haben, genau. Lektion abgeschlossen. Danke fürs Ertragen des Videos für heute. Kannst du mir bitte sagen, ob dich das Filmchen freut? Daumen hoch und runter, die stehen dafür bereit. Und Kommis machen munter, die lese ich jederzeit. Kommst du zu der Entscheidung, du willst da mehr von sehen? Dann kannst du zur Beschreibung und zum Abo-Button gehen. Und fandest du es scheiße, war's deine